So, anscheinend kann Billy Klavier spielen. Und das bringt was. Erstmal holen wir den anderen Kram nochmal. Wie soll ich denn auf die Idee kommen, dass Billy Klavier spielen kann und das was auslöst, aber bei Rebecca nicht. Nee. Nein, nein, nein. Und raus hier. Also ich hätte mich noch dumm und dämlich da gesucht. Um das mal klarzustellen. Ablegen. Heißt, ich darf noch mal nach da unten irgendwo hin, oder? Wo genau war das? Erstmal die. Oh Mann. So. Und da lang. Oder war das hier unten? Let me see. Wo stehe ich jetzt? In dem blauen Raum. Kelleranlage. Ich nehme auf jeden Fall erstmal das Krautgedöns. Also auf jeden Fall war meine Vermutung schon mal gar nicht so schlecht, muss ich sagen, mit Dingenskirchens hier draußen was machen. So. Austauschen. Zu groß, so. Achso. Nimm die mal auf. So. Hier unten muss, glaube ich, das Piano gewesen sein. Oh, ich weiß es aber nicht. Genau. Schauen wir einfach nochmal. Wie soll ich denn auch darauf kommen, dass das Piano was aus... War das hier unten? In dem Raum war es zumindest nicht. Da war das. Gut, dann war es die andere Kelleranlage, wo das ist. Oder? Ah ne, beim Wasserdings. Schlüssel. Ich weiß wieder wo. Ah. Hinter der Tür, die ich aufgemacht habe. Mit dem Schlüssel. So.
Das mit dem Piano stört mich jetzt trotzdem noch. Bei Rebecca gibt es eine Achievement, da denke ich so, okay. Das war der Sinn von dem Ding, dass man einfach eine Achievement kriegen kann. Und dann hat das halt noch einen höheren Sinn. Das ist einfach. Nee. Mir war schon bewusst, dass die beide unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber dass Billy Klavier spielen kann. Das war so ein Ding, auf das ich nicht kommen würde. War es die Tür hier oben? Zack. War es nicht der Bereich, wo die ganzen Drecksviecher waren? Die sich regeneriert haben? Und die ganzen Egelviecher. Falscher Raum. Warum war das jetzt der richtige? Das muss der gewesen sein. Ja. Klavier spielen, ja. Und auf das wäre ich nicht so gekommen. Vielleicht wurde es irgendwann mal erwähnt, dass Billy Klavier spielen kann, aber es ist halt zu viel Pause dazwischen gewesen. Für die ich leider nichts direkt konnte. Die Aussage war jetzt komisch, aber gut. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, leg den einfach mal ab. So. Batterie mitnehmen. Was? Was haben wir denn da vorne liegen? Magnum Muni. Ich habe noch nie mal eine Magnum. Eine Batteriehalterung. Ja, was kann ich denn da noch reinpacken? Ups. So viel Muni vor allen Dingen noch. Ich weiß es nicht. Packen die wieder rein. Austauschen. So. Ich krieg das noch hin. Irgendwann mal.
Weiß nicht, ob das was hilft. I'll check it out. Okay. So. Wenn die das jetzt rausnimmt, ob die Tür immer noch von außen geöffnet werden kann. Das ist die Frage, die mich jetzt interessiert. Ja. Habe ich jetzt mal übersprungen, aber gut, ja, klappt. Schön. Let's go. Ja. Immerhin etwas, das funktioniert. Ah, die Magnum habe ich entweder übersehen. Oder ich bekomme die nicht. Aber ja. Verschwendet halt Munition. So. Wenn ich jetzt die letzte Tafel habe, werde ich aber auf jeden Fall speichern. Nein, falsche Richtung. So. Ich habe keine Lust, noch 50 Mal irgendwas zu machen. So. Schon ein bisschen zu weit. Es sah erst nicht so aus, als hätte ich hier direkt lang gehen können. Ich wusste es nur nicht mehr. Ich werde irgendwann nochmal mit den Tasten klarkommen. Irgendwann. Aufzug benutzen, ja. So, und jetzt? Kann ich damit nicht irgendwas machen? Billy, du stehst im Weg, du Vogel. Ich wollte schieben, nicht draufklettern. So. Und was bringt mir die Kiste jetzt? Kann ich da vielleicht irgendwie was hier oben irgendwo nehmen? Wie ich das richtig hinschiebe? Vielleicht auf diese eine Säule da vorne. Da blinkt auch. Oh. So richtig unscheinbar. Hier ist etwas. Wow. Hätte ich wirklich vielleicht schon mal sehen müssen, die Tafel. Hätte nichts daran erinnert, dass ich nicht gewusst hätte, wo ich eine Batterie herbekomme. So. Da lang. Ich will jetzt erstmal speichern, bevor ich an den Viechern wieder vorbeilaufe.
Deswegen nehmen, nehmen, nehmen. Speichern. Meine Güte. Zack. Habe ich. Meine Güte, sind das noch viele Farbbänder. So. Ich meine, da liegen jetzt 4 und unten sind auch noch mal 5, 7, irgendwie so. Ups. Da lang. So. Ja, sei halt doof. Natürlich wird Billy volles Fund und ist jetzt im gelben Bereich mindestens. Orange, oder? Oh. Nicht. Ja, geh nach unten. Na, falsche Taste. Das habe ich drauf mit den falschen Tasten. Verwenden. Verwenden. Okay. Interessant. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Ach, hier ist ein direkter Durchgang anscheinend. Aha. Aber da sind immer noch die Affenviecher. Bei dem direkten Durchgang. Macht die Brücke auch Sinn. I'll go check over there. Yeah. This way. Okay. Fledermäuse. So, was haben wir denn hier rechts? Verschlossen. So. Ah, ich muss wahrscheinlich. Nee. Komm ich noch gar nicht mal hin. Die ist hier überall verschlossen. Ja.
Hier ist aber auch nichts sonst. Oh. Okay. Dann bleib mal da. Er kommt jetzt auf jeden Fall nicht rein. Hier ist ein Altar. Trotz der heiligen Aura scheint er irgendwie unheimlich. Speicherraum, auf jeden Fall. Mitnehmen. Hier wird doch irgendwas Doofes kommen, wenn ich hier speichern kann. Aber gut, das werden wir jetzt im nächsten Part sehen. Und bis dahin, ich bin euer Kenny Jones.